Hallihallo, mein Name ist Florian Schenkelknatter und willkommen zur Talentshow Deutschland sucht den Superstar, ne? Ey, warte, den Namen gibt's ja schon, wir wollen ja nicht klauen. Ja, dann Deutschland sucht den Super-Duper-Star, ne? Ja, der Name würde gehen, meiner Meinung nach. Na gut, bevor wir mit den Teilnehmern starten, würden wir uns gerne erstmal vorstellen, ne? Florian Schenkelknatter. Peter Dohlen. Jennifer Wiesenkracher. Na gut, beginnen wir dann mit dem ersten Kandidaten. Ja, holt den ersten Vollpfosten rein. Hallo. Halt die Klappe, stell dich mal vor. Mein Name ist Detlef und ich kann tanzen. Oh, du kannst ja tanzen, das ist ja interessant. Beginn dann einfach. Musik bitte. Ey, stopp. Was ist los? Bist du ein Tänzer? Ja, das würde ich behaupten. Dann tanz ohne Musik. Hä, wieso? Ich kann nur mit Musik tanzen. Wenn du ein echter Tänzer bist, dann kannst du auch ohne Musik tanzen. Peter Dohlen, das ist schon ein wenig unfair. Ja, das stimme ich dir zu, ne? Na gut, dann tanz zu meinem Gesang. Okay, dann sing bitte einen Hip-Hop-Song. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ey, kleiner Rostlöffel, hör mal zu. Wir sind hier bei Deutschland sucht den Super-Duper-Star. Was hast du hier erwartet, dass du einmal diesen machst? Wow. Und dass du einfach weiterkommst? Nee, so laufen die Regeln hier nicht. Naja. Verpiss dich. Der Nächste. Wartet, ich habe ein ganzes Jahr genau für diesen Tag geübt. Oh, wer? Ich habe geübt. Nein, nein, ich meinte, wer hat gefragt? Geh jetzt raus, ich habe dich gepritzt. Geh. Hallo, ich bin Annemarie. Oh, unser zweiter Kandidat. Ja, ich will heute für euch singen. Was willst du, dumme Kartoffel, denn singen? Happy von Pharrell Williams. Dieses, wie geht das nochmal? Dieses, because I'm happy, clap along, if you feel. Dieses halt, ihr wisst schon. Aha, okay, dann bin ich gespannt. Wollt ihr eigentlich wissen, wieso ich das Lied singe? Nee. Doch, wir alle wollen das wissen. Also, ich hatte früher eine Katze und ich hatte gar keine Freunde. Ja, okay, ich war früher ein wenig assi, aber ich hatte halt keine Freunde. Und ich habe halt meine Katze so sehr geliebt. Und dann bin ich mit meinem Fahrrad gefahren. Und ich habe ihn einfach überfahren. Ja, das war die Geschichte, ne? Oh, das tut mir echt leid, wirklich. Und was hat das aber mit dem Lied zu tun? Ah ja, also als ich das Lied gehört habe, war ich das erste Mal wieder danach glücklich. Also ich verbinde was Schönes damit. Deine Geschichte ist ziemlich traurig. Du bist weiter. Du hast meine Stimme. Du bist auf jeden Fall weiter. Warte, ich habe nicht einmal gesungen. Von mir bekommst du auch ein Ja. 100%ig. Daumen sind gedrückt hier, ne? Hallo Leute, ich habe noch nicht gesungen. Von mir bekommst du auch ein Ja, weil wir stehen auf traurige Geschichten, ne? Leute, ich habe noch immer nicht gesungen. Wieso bin ich weiter? Deine Geschichte war super. Ich bin stolz auf dich. Okay, ich habe eigentlich gelogen. Ich hatte nicht einmal deine Katze, aber ja, super, ich bin weiter. Der Nächste. Moin, ich bin der Fabian. Gut, Fabian, was kannst du denn? Also, ich kann lesen, ich kann rechnen, schlafen, ich kann... Nein, du Vollidiot, ich meine, was du kannst. Was ist dein Talent? Ach so, mein Talent ist singen. Was willst du denn singen? Der allerschönste Tag von SpongeBob Schwammkopf. Von SpongeBob? Ja. Ist das der gelbe Typ, der wie ein Schwamm ausschaut? Ja. Na gut, dann sing. Die liebe Sonne lacht, seht ihr sie aufgehen. Sie sagt, was ab, heute wird's ganz besonders schön. Schon spring ich auf und renn aus dem Haus. Ich bin so gut drauf, ganz oben auch. Heute ist der allerschönste Tag. Also ich fand dein Gesang gar nicht so schlecht. Aber du bekommst ein Nein von mir, weil du ein zurückgebliebenes Kind bist, so. Du hast da irgendwas hier im Kopf so drinnen, man weiß nicht. Geh zum Psychologen oder so. Ja, ich fand es auch gut, aber wie Peter Dohlen schon gesagt hat, ja, es war ziemlich kindisch, ne? Ich würde mich schämen, wenn ich sowas singen würde. Cringe. Ja, mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Auch ein Nein von mir. Schäm dich wirklich. Wisst ihr eigentlich, wieso ich das gesungen habe? Nee. Meine Katze ist gestorben und ich wollte ihr einfach... Stopp, wir haben schon genug gehört. Du bist auf jeden Fall weiter. Gratuliere. Ehrlich? Ja, du bist weiter. Gratuliere. Super gemacht. Alles super toll. Ja, von meiner Seite bist du auch weiter. Ich habe eigentlich auch gelogen. So Leute, das war die erste Folge von der Talentshow, ne? Falls ihr Rotzlöffel bis jetzt geschaut habt, dann kommentiert diesen Emoji, damit ich sehen kann, welche Ehrenmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut haben. Ne? Falls euch das Video gefallen hat, dann gibt's dem Video einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Wir sind gleich 200.000 Follower. Das ist auch mal klipp und klar. Mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen und ja, bye!